Hallo, herzlich willkommen heute auf meinem Kanal. Und mein Thema heute ist ein Buch schreiben und auch veröffentlichen. Und ich denke, der ein oder andere von euch hat schon Ideen, was für ein Buch er schreiben könnte, aber mit der Umsetzung durch Probleme. Und deshalb rate ich euch, nicht gleich an ein Printbuch zu denken, sondern vielmehr zuerst mal als E-Book anzufangen. Und ich habe selber auch ein Kindle Amazon mir erst kürzlich zugelegt und ich habe es ausprobiert. Es ist wirklich toll, dieser Paperwhite, den ich habe. Dann kann ich hier wunderbar die Beleuchtung einstellen und ich kann die Schriftgröße ganz nach meinen Bedürfnissen und auch die Schrift verändern, wie ich sie möchte. Und deshalb möchte ich euch gerne heute ein paar Tipps geben, denn es ist ja nicht so einfach, ein Buch zu schreiben und dann zu sagen, das veröffentliche ich jetzt, denn die Verlage, die großen Verlage haben bereits ihre Schriftsteller und dann gibt es noch so kleine, die aber mehr oder weniger zuerst mal sehr viel Geld von den Menschen wollen, die da schreiben, also in Vorlage treten müssen dann sozusagen die Autoren. Und haben somit auch das Risiko. Und deshalb würde ich euch auf jeden Fall ein Printbuch vorschlagen. Aber auch da gibt es einiges zu beachten. Und ich möchte euch hierzu ein paar Tipps geben. Tipp Nummer 1. Zuerst solltet ihr euch Gedanken machen über euren Buchtitel. Wenn ihr schon am Schreiben seid oder auch erst am Beginn eures Buches, macht euch da rechtzeitig Gedanken und dann schaut bitte mal nach. Und zwar im Register des Deutschen Buchhandels. Sollte es das Buch schon geben mit diesem Titel, also ist der Titel schon vergeben, dürft ihr den nicht mehr verwenden. Und wenn nicht, dann gebe ich euch einen richtig wichtigen Tipp. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, euren Titel schützen zu lassen. Ihr gebt eine Anzeige auf, und zwar in dem Magazin für den Deutschen Buchhandel. Und dann, das kostet etwa 60 Euro, aber dann habt ihr für 6 Monate euren Schutz und kein anderer kann euch diesen Titel mehr streitig machen. Und ihr könnt ganz in Ruhe euer Buch fertig schreiben und nach diesen 6 Monaten dann erstmals als E-Book hochladen, auch wenn ihr später plant, es mal als Printbuch rauszubringen. Aber sobald es in der Öffentlichkeit ist, habt ihr euren Schutz und keiner kann ihn euch mehr streitig machen. Tipp Nummer 2. Ja, wo wollt ihr euer Buch veröffentlichen? Es gibt im Internet verschiedene Plattformen und ich habe mir einige angeschaut, kleinere, unbekannte. Und man muss da aufpassen, das Kleingedruckte lesen, denn teilweise verpflichtet man sich für 2 Jahre oder gibt komplett die Rechte ab von eurem Buch. Und es ist auch so, dass man dann zwar 70% versprochen wird zu verdienen und letztendlich, wenn man mal guckt von was, stellt man fest, es sind lediglich 30% oder 35%. Und dann habe ich mir Amazon angeguckt und stelle fest, Amazon bietet wirklich die Möglichkeit. Es ist A bekannt, Amazon. Ich bestelle mir ja auch die Printbücher schon seit längerer Zeit immer bei Amazon. Und 70% hat man tatsächlich, wenn man in der Preisspanne liegt und das Buch verkauft, zwischen 3 Euro und 10. Und ja, es ist dann wirklich so, dass man auch die Rechte nicht abgibt. Man hat weiterhin die Rechte, man kann jederzeit das Buch auch wieder von dieser Plattform nehmen. Also das sind wirklich Vorteile bei Amazon. Tipp Nummer 3. Ja, und nun ist die Frage, wie erstellt man denn ein Kindle-Buch? Und hierfür gebe ich euch einen Tipp. Und zwar Amazon bietet ein Buch an und es heißt Erstellung eines Kindle-Buches. Und hier wird wirklich genau erklärt, wie man ein Buch erstellt, auf welche Formatierungen man achten sollte und wie man es dann auch später hochlädt bei Amazon. Und es sind wirklich ganz nützliche Tipps, einfach Schritt für Schritt. Und hier möchte ich vielleicht noch etwas ergänzen, und zwar, wenn ihr vielleicht ein Zitat verwenden wollt, das sehr gut in euer Buch passt, müsst ihr bei dem Autor, der dieses Zitat geschrieben hat, euer Einverständnis einholen. Oder aber dieses Zitat liegt also schon länger zurück. Also der Mann ist schon, oder der Autor vielmehr, ist schon 70 Jahre tot. Dann dürft ihr dieses Zitat frei verwenden. Ist es Tipp Nummer 4. Ja, und dann kommen wir schon zur Titelseite. Und die ist auch sehr wichtig, dass ihr die sehr ansprechend gestaltet und auch hier keine Fotos oder Sonstiges verwendet, wo ihr keine Rechte dran habt. Denn das müsst ihr beachten, ansonsten gibt es da separate Richtlinien und die sind sehr wichtig, dass ihr die nicht missachtet.
Und mein Tipp Nummer 5. Und wichtig ist noch, bevor ihr dann endgültig euer Buch hochlädt, dass ihr das nochmal ganz gründlich auf Korrekturen lest. Und natürlich, ein Lektor kostet sehr viel Geld. Und wenn ihr das nicht investieren wollt, habt ihr vielleicht in eurem Bekanntenkreis eine Lehrerin oder sonst jemand, der ganz gut in Rechtschreibung ist, der das Buch nochmal liest. Oder vielleicht sogar zwei Personen, die das nochmal wirklich durchlesen, langsam lesen. Und ihr nach ein paar Tagen nochmal selbst das Buch lest. Und dann werdet ihr nochmal Fehler entdecken und korrigiert die. Und das Schöne ist ja noch als Tipp, wenn ihr das schon hochgeladen habt, und dann stellt ihr fest, oh je, da ist ja doch noch ein Fehler oder ihr habt vielleicht einen Abschnitt vergessen, den ihr da noch dazu hinfügen wollt, ist es gar nicht schlimm. Dann einfach nochmal eure Datei öffnen, die ihr noch auf eurem PC habt, und ergänzen und nochmal neu hochladen. Und das dauert dann circa 1 bis 2 Tage und dann ist die neue Version verfügbar. Und von daher braucht ihr euch dann gar keine Gedanken machen, also jederzeit habt ihr da die Möglichkeit zu ändern. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein paar wertvolle Tipps geben und euch ermuntern, selbst ein Buch zu schreiben. Denn als E-Book kann das wirklich fast jeder und auch ihr könnt das. Und deshalb freue ich mich, wenn es mir gelungen ist, euch ein bisschen Mut zu machen. Und es ist ganz klar, natürlich ein großer, bekannter Schriftsteller zu werden. Diese Chancen sind sehr gering, aber es ist nicht unmöglich. Es gibt immer wieder Einzelfälle, die einen Roman geschrieben haben und dann letztendlich doch einen großen Verlag gefunden haben, um es als Printbuch zu verlegen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, gebt eure Träume niemals auf und schreibt fleißig. Und wenn ihr ein Buch geschrieben habt und Lust habt, es mir mitzuteilen, ja, dann würde ich es auch sehr, sehr gerne lesen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch also viel Spaß beim Schreiben und eine wunderschöne Zeit. Ciao!